Das Thema Baukastenprinzip hat sich ja auch schon rumgesprochen. Ich baue ein Motorrad, ich habe ein Motorrad und ich mache daraus verschiedenste Modelle. Das beherrscht kaum ein Hersteller so gut in der Mittelklasse wie Royal Enfield. Die haben nämlich jetzt präsentiert, direkt hier, erster Ride, wir sind dabei mit Motorrad und Reisen, die Royal Enfield Classic 650 Twin. Damit waren wir im wunderschönen Northampton, irgendwo in England, ganz oben, kurz vor Schottland unterwegs. Da findet man so großartige Sachen wie zum Beispiel Appleby Castle, ein sehr ehrwürdiges Gebäude. Vor dem stehen wir gerade im Innenhof und hier haben wir dazu passend ein sehr klassisches, ehrwürdiges Motorrad. Und darüber gilt es mal zu sprechen, vorher aber ein paar kleine Impressionen für euch. Habt ihr noch im Kopf? Heißt natürlich Northumberland. Newcastle sind wir angeflogen. Von Newcastle ging es jetzt weiter Richtung Norden, Richtung Schottland. Da, wo England unfassbar schön ist. Und da, wo so ein unfassbar schönes klassisches Motorrad ganz hervorragend hinpasst. Die Classic 650 Twin, wie der Name schon verrät, ist im Prinzip eine große Royal Enfield Classic, die es ja bislang als 350 momentan gibt, vorher auch schon mal als 500er. Jedenfalls ein schmales, kleines Motorrad, gerne charakterisiert mit den Worten Pött, Pött, Pött. Das ist sehr, sehr, sehr entspanntes Fahren, wo es tatsächlich mit klassischer Dynamik relativ wenig zu tun hat. Das sieht schon anders aus, wenn hier der Twin-Motor, der altbekannte Twin-Motor, den Royal Enfield inzwischen nicht nur in der Continental oder in der Super Meteor oder auch in der Shotgun einbaut, sondern jetzt auch in der Classic 650 Twin. Ein Kollege sagte gestern zu mir, ich glaube, damit rollen die tatsächlich das 650er-Segment bei sich familienintern komplett auf, weil wenn man mal die Beliebtheit der Classic an sich, die ja wirklich aussieht, als wenn sie aus den späten 50ern oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher kommen würde und auch an frühe Motorräder von Royal Enfield erinnert. Und jetzt steht sie vor uns. Eigentlich haben wir hier, mal ganz grob gesagt, eine Shotgun. Eigentlich eine Shotgun, die klassisch auf alt gemacht ist, aber all die Zutaten hat, die man auch schon kennt von der Classic 350. Also das fängt zum Beispiel mit dem Lampengehäuse vorne an. Zündschlüssel, klassisch, runde Instrumente, daneben der kleine Tripper von Royal Enfield, die integrierte Navigation so gesehen, die man per Smartphone bedienen kann. Dann hat man eine kleine Pfeilnavigation. Die Armaturen komplett bekannt von den restlichen Modellen. 243 Kilo ist das, was uns bislang an den vorläufigen Tech-Specs mitgeteilt wurde. Wenn wir mal runtergehen auf eine Classic 350, die wiegt nur 195 Kilo. Also wir haben quasi 50 Kilo mehr Bike, wenn man statt der Classic 350 die Classic 650 Twin nimmt. Aber wir haben eben auch den Faktor 2 mit da drin. Wir haben gut 2 Liter mehr Benzin. Statt 13 Liter haben wir 14,8. Wir haben 2 Zylinder statt nur 1 Zylinder. Und wir haben unter anderem eben auch fast 20 cm, hängen wir mal eine 0 dran, mehr Gesamtlänge bei diesem Motorrad. Radstand ist auch in dem Maße etwa. Wir haben jetzt hier nur vorab so ein paar kurze erste Details bekommen. Denn wenn ihr dieses Video seht, quasi bin ich schon wieder durch die Zeit gereist. Weil wir befinden uns jetzt hier auf der Vorabpräsentation, lange, lange, lange vor der Präsentation dieses Bikes auf der EICMA. Wir durften sie vorab schon mal sehen. Das Fahrerlebnis, kann man sich vorstellen, ist natürlich nicht so wahnsinnig anders als bekannt von der Shotgun. Oder auch von der Continental zum Beispiel, 47 PS, 52 Newtonmeter. Der Motor, fast möchte man sagen, ist ein guter alter Bekannter. Der reißt einem natürlich nie wirklich die Arme aus, aber das soll er auf so einem Motorrad hier auch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die 650 Twin als Classic ist wirklich ein Motorrad, was zum absoluten Motorradwandern einlädt. Also man sitzt da wirklich entspannt auf diesem Einzelsitz. Es gibt per Gestänge einen Sozio-Sitz, den man nachträglich montieren kann, an dem man dann auch Gepäck zum Beispiel befestigen kann. Hier haben wir ja auch diese schwere, massive Halterung. Kennt manch einer, da gibt es normalerweise für den indischen Markt dann so eine Art Sari-Cage für, damit das Kleid der Damen da nicht hineinkommt in die Felgen. Das Fahren ist aber eigentlich grundsätzlich auf der Classic eher
für eine Person vorgesehen. Also Royal Enfield präsentiert sie durchaus als Einsitzer, aber wie gesagt, mit der Möglichkeit, ich nehme noch jemanden mit. Aber eigentlich ist das große Erlebnis, was man haben soll, schön hier wie bei den frühen alten Motorrädern dann einzusitzen. Der hier ist gar nicht mal so weich, so auf Dauer denkt man schon, okay, das ist ein ganz schön kerniges Ding. Gesunde Härte, würde man sagen. Das Schöne ist, wenn man sich ein bisschen weiter nach hinten setzt, dann hat man hier noch mal zusätzliche Federfläche, weil die Federwege sind natürlich nicht besonders üppig. Machen wir uns nichts vor. 90 mm hinten, 130 mm vorne. Das ist standesgemäß für so ein altes, klassisches Bike. Aber man ist heilfroh, wenn man vor sich in einer gewissen Entfernung hier auf den Straßen in England jemanden fahren hat, wo man ab und zu mal sehen kann, hebt er mal eventuell den Sattel ab, dann kann man frühzeitig aufstehen. Weil manche Bodenwellen deuten sich relativ spät eigentlich erst an. Ich will sagen, wenn man drauf ist und es einem kräftig ins Kreuz haut. Aber nun, wenn man es weiß und wenn man dementsprechend ja auch ein bisschen vorsichtiger fährt, dann ist 90 mm eben standesgemäß für so ein Classic-Bike. Wir haben definitiv verschiedene Farben und dementsprechend verschiedene Level. Das hier ist die Creme-Variante, die gibt es einmal mit diesem Burgunderfarben, Bordeaux leicht bräunlich, je nach Lichteinfall, grundsätzlich mit diesem Schwarzpulver beschichteten Rahmen und Anbauteilen. Dann gibt es dazu noch eine Variante in einem total coolen, so eine Art Türkis, und da ist tatsächlich alles dann Türkis an diesem Bike lackiert. Also da ist dann dementsprechend auch der Rahmen ist mit Türkis, sogar der Ständer ist Türkis. Ziemlich wild, ziemlich cool, kann man machen. Und dann gibt es noch eine Chrom-Variante, komplett verchromter hinterer Kotflügel, nahezu komplett verchromter Tank hier mit ein bisschen Schwarz. Ziemlich cool, ziemlich lässig. Wäre wahrscheinlich mein Favorit. Wobei das hier auch sehr schön ist, finde ich, mit diesem Cremeton. Gibt dem Ganzen so eine herrliche Note. Die Note, die wir auch hier in dieser Werkstatt haben nebenbei. Wir befinden uns in einer Art riesengroßen Freilichtmuseum. Was hier eine Werkstatt aus den 50er Jahren, wo auch schon diverseste Plakate von Royal Enfield hingen. Damals ging es nämlich los mit der 500er Royal Enfield, die im Prinzip dieses Motorrad aufgreift. Auch wenn sie damals so ein bisschen mehr die Tanklinie von der Shotgun hatte. Auch die ist also so gesehen basierend auf der DNA von Royal Enfield und auf alten Originalvorlagen. Also definitiv darf man sich darauf freuen, dass man so eine Classic 650 Twin für unter 8.000 Euro wahrscheinlich bekommen wird. Da können wir uns, glaube ich, schon mal so ein bisschen aus dem Fenster hängen. Auch wenn vielleicht der inzwischen verkündete Preis mich da jetzt irgendwie eventuell nach oben ein bisschen abgehängt hat. Aber ich glaube, die wird da circa landen. Das war so aus den Vorgesprächen zu hören. Was bekommt man, wenn man so ein Motorrad fährt? Man bekommt tatsächlich Motorradfahren in dem Sinne, wie es eigentlich früher mal war oder sein sollte. Man bekommt ein sehr zuverlässiges Fortbewegungsmittel, was, so blöd es klingt, eigentlich keine allzu großen fahrerischen Ansprüche stellt. Also das ist so eins von diesen typischen Draufsteigen, Losfahren-Motorrädern. Roundabout 800 mm Sitzhöhe, die Bremsen vorne eine Scheibe, hinten eine Scheibe, die Bremsen, was man natürlich logischerweise von einem modernen Motorrad auch erwarten darf. Es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, diese Bremse wäre eine Offenbarung. Es ist halt eine Scheibe vorne, sagen wir es mal so. Die reicht aber jederzeit aus für die 47 PS, die wir hier haben. ABS logischerweise ist Pflicht, wissen wir alle. Das Schöne ist, ich kann es wie gesagt vernetzen. Ich bin auf einem komplett altertümlich aussehenden Motorrad unterwegs, was aber trotzdem moderne Features bietet. Also man jetzt nicht irgendwie groß nochmal passend zum Look mit einer alten Karte irgendwie hantieren müsste, kann man aber, weil der Tank ist schön breit. Also wer zum Beispiel irgendwie einen Tankrucksack mit Magnethalterungen hat, so gesehen, kann den einfach draufpacken. Und ansonsten kann man hier auch schön größeren Tankrucksack drauf tun und tatsächlich stilig mit einer Karte unterwegs sein. Wir haben den ganzen Tag über die ersten Fahreindrücke gesammelt. Wir haben schöne Fahrbilder dazu und können euch nur tatsächlich raten und sagen, wenn euch denn im ersten Quartal 2025 danach sein sollte, mal auf ein klassisches Motorrad mit klassischer, wirklich klassischer Anmutung und mit einem gutmütigen, sehr vertrauenswürdigen Motor entspannt durch die Gegend zu fahren, dann sollte man vielleicht mal beim Royal Enfield Händler vorbeigrinsen und sich auf eine Classic 650 Twin setzen. Kann ich nur zu raten, tatsächlich.
Wenn euch dieser erste kurze Blick über das Bike gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Abonniert gerne unseren Channel von Motorrad und Reisen auf YouTube. Weitere Videos, Fahrzeuge, Besprechungen jeglicher Art, Reiseberichte findet ihr natürlich auch in Hülle und Fülle auf motorradundreisen.de, wo die Videos laufen. Und über dieses Bike werden wir sicherlich auch ausführlich im Print gesprochen haben. Motorrad und Reisen findet ihr im Fachhandel oder könnt ihr abonnieren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, verabschiede mich an dieser Stelle aus Appleby Castle, wo es, glaube ich, jetzt irgendwie hier noch so ein paar kleine englische Schweinereien zum Naschen gibt. Und dann werden wir auch wieder auf diese Moped steigen und mal weiterfahren. In dem Sinne, allseits gute Fahrt. Ich verabschiede mich. Tschüss.